Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Was ist Dunja? Neugierde auf eine andere Lebenswelt, für eine Sprache, die keine Vergangenheitszeit hat. Dieser Schritt aus der eigenen Komfortzone hinaus. Das war irgendwie schwierig, dieses Zurückkommen, dieses ständige Beobachtetwerden von außen. Hinhören und versuchen, gegenüber zu verstehen, erklärt dann irgendwie auch so vieles. So fremd und anders war es dann auch gar nicht. Es geht überhaupt nichts weiter, es ist irgendwie langweilig, ich fühle mich da nicht wohl. Die Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten zusammenbringen. Man kennt die Stadt nicht, ist orientierungslos, erzählen dir was, wir erklären dir was, wir nehmen uns Zeit. Schön, was du machst, mach weiter. Also da war ich auch dann genervt manchmal. Ist nach dem Tod, gibt es da irgendwas oder nicht? Mir kommen jetzt echt gerade die Tränen. Ja. Communities oder Menschen einfach nie treffen würden, weil sich das einfach im Alltag nicht ausgibt. Mut Talks. Powered by die Mut.